Also meine erste Nummer als Basketballspieler war die Nummer 7. Das hing damit zusammen, dass ich für den TV Bensberg damals als Jugendspieler gespielt habe und Bayer Leverkusen um die Ecke war. Und ich war dann als junger Spieler mit meinem Vater immer bei den Spielen von Bayer Leverkusen, und dort war Gerrit Terdenge, dürfte einigen noch was sagen, war dort ein aufstrebendes Talent, und ja, ich habe mich irgendwie mit dem identifiziert und fand ihn cool und ja, habe dann die Nummer 7 gewählt. Als ich dann zu den Profis gekommen bin, gab es die Nummer 7 nicht mehr. Und ja, als Jugendspieler will man natürlich dann auch nicht so gleich irgendwie die 23 nehmen oder eine hohe Nummer. Deswegen habe ich gefragt, was von den kleinen Nummern noch frei ist. Und ja, da bin ich zu der Nummer 10 gekommen. Das war meine erste Nummer als Profi. Und ja, im nächsten Jahr, da war ich 17 Jahre alt, ist dann Marvin Willoughby, ja, war kurz davor, nach Köln zu kommen. Und dann hat er mich gefragt, ob er die Nummer haben kann. Ja, und für mich war natürlich, ja, ich war klar, dass ich eh nur auf der Bank sitzen werde. Und wenn dann ein gestandener Spieler die Nummer haben will, so, dann, dass ich die abtrete. Ja, deswegen habe ich dann überlegt, okay, welche Nummer kann ich nehmen, die mir dann nicht nächstes Jahr wieder ein gestandener Spieler wegnehmen kann. Und ja, da habe ich 7 und 10 zusammengezählt und die 17 genommen. Das war dann also meine zweite Nummer als, oder dritte, ja, zweite Nummer als Profispieler. Ja, Marvin Willoughby ist nicht nach Köln gekommen, die 10 wäre frei gewesen. Aber gut, das war dann, als ich danach nach Bremerhaven gegangen bin, war wiederum die 7 vergeben. Und ja, und 10 war letztlich schon irgendwo dann meine Profinummer, also habe ich wieder die 10 genommen. In München war dann auf einmal die 7 das erste Mal in meiner Profikarriere wieder frei verfügbar. Und ja, das war irgendwie, habe ich mich damit immer noch am engsten verbunden gefühlt, weil ich die als Jugendspieler mein ganzes Leben getragen habe und habe dann in München die Nummer 7 gewählt. Als ich dann von München ausgeliehen worden bin nach Ulm, war dann die Nummer 7 wieder an Basti Beetz vergeben, Nummer 10 an Daniel Theiss. Und ja, da musste ich überlegen, welche Nummer ich wähle. Und ja, da habe ich mich an ein Gespräch, was ich in Köln mal mit einem serbischen Spieler hatte, erinnert, dass es auch eigentlich ganz cool wäre, als Shooter die Nummer 33 zu nehmen. Weil jedes Mal, wenn man einen Dreier wirft, dann die Schiedsrichter mit beiden Händen ja die 33 anzeigen würden. Und ob sie es wollen oder nicht, einen auch dafür dann feiern, dass man die 33 trägt. Oder dass man einen Dreier geworfen hat. Ja, und deswegen, das fand ich eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Mittlerweile war ich auch alt genug, eine höhere Nummer zu nehmen. Und fand das ganz witzig, und deswegen habe ich dann in Ulm die 33 gewählt. Da ist es dann in dem Moment auch dazu gekommen, dass ich dann, dieses Zeichen hat sich dann irgendwie zu meinem Markenzeichen entwickelt. Kam daher Nummer 33, und ja, wenn ich einen Dreier werfe, im Amerikanischen wird die 3 halt so angezeigt, und in Europa ist es ja mehr ein Zeichen für exzellent. Und ja, deswegen dachte ich, dass es eigentlich passt eigentlich alles zusammen, und irgendwie ist das dann so dazu gekommen, und die Teamkollegen und Fans haben es sofort aufgegriffen, und seitdem ist das eigentlich so mein Markenzeichen geworden. Und ja, als ich nach Oldenburg gekommen bin, war eigentlich, habe ich gar nicht mehr nach der Nummer 7 oder 10 geschaut, war klar, dass die 33 meine Nummer ist. Ich werde heute mal einen Tag sozusagen im Leben eines Basketball-Bundesliga-Profis verbringen.